Hallöle, da sind wir wieder bei Titan Quest und es geht ohne weitere Umschweifungen los. Im letzten der drei Ebenen vom Tempel des Marduk. Ich habe währenddessen nochmal ein paar Kalkine gefarmt. Und dann ist mir im Nachhinein... Warte mal, kann das vielleicht ein bisschen lauter hier, oder? Dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass es vielleicht nicht die allerschlauste Idee aller Zeiten war. Weil ich nämlich danach wieder bis zum Brunnen hierher rennen musste, weil es ja keinen Teleporter gibt, also... Vielleicht wäre das deutlich besser gewesen, wenn ich es einfach im nächsten, von der nächsten Stadt aus gemacht hätte. Dann hätte ich da wieder zurück teleportieren können. Aber egal. Wichtig ist nur das Endresultat. Und zwar, dass absolut kein Item dabei rumgesprungen ist für mich. Weshalb ich mir jetzt ziemlich sicher bin, dass man die Spurenlederrüstung so gar nicht bekommen kann. Denn episch. Beziehungsweise, wenn doch, dann ist die Chance einfach nur so mega ultra gering, dass... Ich halt das eine Mal, als es mir passiert ist, einfach reingelackt habe, aber... Keine Ahnung, insgesamt 30 Runs oder so habe ich locker gemacht. Ihr seht, das ganze Inventar ist noch voll mit krassen Items. Die muss ich alle bei Zeiten noch einräumen. Und wenn da überhaupt nichts rausspringt, dann egal. Ich will jetzt hier auch nicht runnen, bis ich, keine Ahnung, Level 65 bin oder so, in der Hoffnung, irgendwann Spuren dieses Set zu kriegen, weil das reicht hier erstmal vollkommen aus, ja. Ich glaube tatsächlich wirklich notwendig wird sowieso erst in Episch. Quatsch, in Legendär meine ich. Aber in Legendär brauchen wir es dann auch wirklich. In Legendär wird nochmal ordentlich schwieriger als Episch. Also nochmal deutlich, ganz deutlich. Aber ihr seht, es geht mit der Jägerrüstung auch und dem epischen Bogen auch voll klar. Es ist wieder so wie in Normal, kann man sagen. Es ist quasi schon wieder so wie in Normal. Also alles in Ordnung. Für jetzt reicht diese Ausrüstung vollkommen aus. Nur die Viecher hier sind ein bisschen penetrant. Weil du immer so nah an dich rankommen, ohne dass du was machen kannst. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht noch mehr als 42 Gesundheitstränke für den Bosskampf gleich brauche. Denn ich hatte ja gesagt, in der nächsten Stadt kaufen wir wieder ein, aber bis dahin ist es halt noch ein kurzes Stückchen. Alter, wie hat mich denn der noch getroffen? Ich hätte gedacht, der fliegt an mir vorbei. Der hat mich aber noch mitgenommen. Haben die alle keinen Mana? Doch, haben sie. Warum sauge ich ihnen keinen Mana ab? Den Djinn sauge ich gut Mana ab. Boah. Au, wow. Ist aber schon geil designt hier der Tempel des Marduk, oder? Hier mit dem Wasser und den Gittern. Sieht wirklich nach so einem alten Tempel aus. Das ist immer wieder gute Arbeit von den Machern, auf jeden Fall von den Designern hier. Gut, das hier ist vielleicht ein bisschen weird. Was ist das denn hier? Das ist vielleicht ein kleiner Fehler, oder? Was ist... Oder ist das so eine Ecke in der Wand? Da kommt man doch gar nicht hin. Nee, da sollen doch eigentlich keine Monster sein. Ich glaube, normalerweise spawnt da nichts. Das ist jetzt nur wegen Mass-Boss so. Bam. So, jetzt haben wir sie alle. Dann go, 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 auf zum Bossfight. Und dann, ja, geht's wieder ab in, geht's so langsam wieder ab in die eisigen Gebiete, ja, in die Schneeberge. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Das ist ein Gebiet, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da fand ich's chillig. Generell geht's im Orient eigentlich wenige Gebiete, die mir überhaupt nicht zusagen.
mein Feuerwiderstand ist jetzt nicht unfassbar hoch. Deswegen sollte ich aufpassen, aber das sieht gut aus. Wir kriegen sie alle ziemlich schnell. Oh, nee, 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 nee. Hä, was war denn das jetzt? Okay. Ich wusste gar nicht, dass die stunnen können. Deren komische Donnerattacke war das, oder? Die mich da gestunnt hat, das wusste ich gar nicht. Plötzlich konnte ich mich nicht mehr bewegen und bin instant down gegangen. Wie man es ja von manchen Bossen kennt. Aber gut, okay. Dann wissen wir jetzt, die können stunnen. Aber hilft ja alles nichts, ne, wenn die da so nahe kommen. Da gibt es halt auch kaum wirklich Spielraum, um auszuweichen oder sowas. Ach, das ist hier. Ach so, okay, das ist glaube ich schon gewollt. Ja, das ist so ein Zwischengang da. Soll das darstellen. Da kommt man nur offiziell nicht hin, weil das durch ein Tor abgeschlossen ist. Okay, das ist aber ein Bug, dass man die toten Leichen da schon durch die Wall sieht. Okay, wenn die von da hinten aus schießen, erreichen die uns überhaupt nicht. War das schon alle? Ja, es waren tatsächlich schon alle, nice. Dann bücken wir uns doch mal hier für die paar Cent, die hier rumliegen. Sesam, öffne dich. Stimmt, Ebene 4 ist... Es gibt ja tatsächlich eine Ebene 4 in diesem Tempel, das ist aber nur dieser kurze Raum hier. Ich habe versagt. Und du hast versagt. Das stimmt. Das hast du wohl. Hier haben wir wieder ein paar Verletzte. Außenbezirke von Babylon. Gut. Anwender der Magie haben bestimmte Bedürfnisse, die ich befriedigen kann. Jemand, der Bedürfnisse befriedigen kann. Ah ja. Gehört das nicht eher in eine andere Kategorie von Spielen? Ist es das? Dann haben wir jetzt wieder mal unsere Vorräte aufgefüllt. Hier ist der Bauer. Ich habe die Waffe, die hat. Ja, dieses Ding. Nee, Quatsch. Das ist nicht der Bauer, das ist der Bauer. Das war da gerade so ein Geschichtenerzähler. Meine Vorräte! Hilfe! Meine Vorräte! Keine Sorge, wir helfen dir. Gegen diese Ichtierlappen werden wir wohl gerade so noch bestehen. Auch wenn deren Magie echt stark ist. Also die können austeilen, aber nicht viel einstecken. Und lassen 10 Milliarden grüne Sachen fallen. Also, wer Geld farmen muss, hierher. In Ägypten gab es ja auch schon mal so einen Ort, ne? Da unten am Nil war das, glaube ich, genau. Und hier ist auch ein Ort, wo sie, wie man sehen kann, extrem viele grüne Sachen fallen lassen. Und sogar noch mehr etwas Blaues, was ich nicht mehr aufheben kann. So, jetzt nervt mal bitte nicht rum. Ich möchte mal ganz kurz... Kann ich das nicht? Noch mehr kannst du nicht tragen. Ach, nerv mich doch mal nicht jetzt mit deinem. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja, aufräumen müsste man mal, ne? Müsste man theoretisch mal tun. Ja, dann fick mal auf den Bogen. Ach, ja, ja, dann sowieso. Dann fick sowieso auf den Bogen. Das ist ja viel geiler. Ein zweites von diesen Schwertern. Von dem wir entweder in dem LP schon mal eins oder ich hatte privat mal eins von denen gefunden. Auf jeden Fall sagt mir das was. Eins von denen in jeder Hand. Und du bist als Tarn, also Kriegsführung und Sturm, ganz schön OP. Hatte ich auch mal einen Charakter gemacht als Tarn. War schon, also der Schaden ist schon krass, den man da macht. Mit der Zeit. Aber gut, da habe ich auch mit Mass-Boss gespielt. Nicht mit X-Max, nicht mit Mass-Boss, so rum wollte ich sagen. Weil wenn ich euch einen Tipp geben soll, jetzt kann ich schon wieder gar nicht mehr richtig Deutsch sprechen, wenn ich euch einen Tipp geben soll, dann wäre der das auf jeden Fall niemals Nahkämpfer und Mass-Boss miteinander verbinden, niemals. Eigentlich nur Bogenschütze und Mass-Boss und ja, Magier kann man machen, wenn man sowas wie Erde nimmt mit Eruption und Vulkankugel und so, wobei selbst da wird es schwierig, aber das ist möglich, das ist auf jeden Fall, dann kann man das machen, aber als Nahkämpfer niemals, niemals. Du hast sie getötet. Richtig, habe ich.
Aber mit X-Max kann man das auf jeden Fall machen, dann levelt man halt schneller. Und da kommt man auch als Nahkämpfer durch. Auch wenn man als Tarn natürlich unglaublich aufs Fressbrett kriegt, ja, weil das ist ja eine absolute Glaskanone. Noch schlimmer als unser Jäger hier. Der ist nun schon eine Glaskanone, aber der kommt noch halbwegs. Der hat noch in Ordnung, Verteidigung, die in Ordnung geht, würde ich sagen, einigermaßen. Aber als Tarn kriegst du aufs Maul. Du musst deinen Gegner halt schneller töten als er dich. Das ist die Devise. Ist in unserem Fall auch so. Ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn die sich hier überall verstreuen. Und vor allem Netze sind sehr gefährlich, denn wir müssen mobil bleiben. Wir dürfen uns nicht festfahren lassen auf einen Punkt. Wenn wir nicht mehr wegrennen können, vor allem mit Legendär, dann sieht das nicht gut aus. Fackeln zeigen uns an, neues Gebiet. Das heißt, das alte wird erst komplett gemacht. Ja, Gift dürfte kein allzu großes Problem sein. Wir haben da unsere 65%, das ist solide. Bei Durchschlagschaden immerhin auch 18. Blitz ist das einzige, wo wir nicht wirklich krass sind. Ich muss sogar sagen, Feuer sind wir mit 41 auch gar nicht so schlecht dabei. Ich glaube tatsächlich, dass es die Blitzmagier sind, die uns so viel Damage machen. Aber auch da werden wir noch ein bisschen Widerstände dazu gewinnen, hoffe ich doch mal. Arachnochiden, ja, ich hab euch vermisst. Wie toll, dass es euch gibt. Gott, jetzt zieh ich mich mal ganz kurz zurück. Unten die Kämpfe immer. Ist ja schrecklich. Ach, aber die Vorfreude hier, die ist jetzt erstmal im ersten Moment groß. Wegen dem Gebiet hier. Aber wir wissen auch, bald kommt wieder Hades und ach, der Hades. Nein, nein, nein. Nicht, worauf ich mich freue. Ganz im Gegenteil. Dann ist auch noch episch. Den Legendären müssen wir auch nochmal. Da graut, also Hades Legendär ist eigentlich das Schlimmste, was geht, ja. Episch ist noch halbwegs in Ordnung, auch wenn es trotzdem ätzend wird, aber Legendär. Oh nein. Mir läuft eiskalt den Rücken runter, daran zu denken nur. Und bei meinem Aufnahmetempo dauert es wahrscheinlich gar nicht mal mehr so lange, bis ich da bin. Aber na gut, ein bisschen ist es auf jeden Fall noch. Denn dann, wenn wir im Legendär im Hades sind, dann neigt sich das LP tatsächlich, dieses sehr, sehr lange LP, neigt sich dann einem Ende entgegen. Jetzt sind wir ja auch schon bei über der Hälfte. Na, wobei, sind wir wirklich über der Hälfte? Oder nähern wir uns nicht langsam erst der Hälfte, wenn man bedenkt, dass Hades ja der längste Akt ist? Ich würde so sagen, das letzte Drittel des Orients markiert so ungefähr die Hälfte eines Schwierigkeitsgrades. Das heißt, noch sind wir nicht bei der Hälfte, wir nähern uns aber der Hälfte an. Die Angriffsgeschwindigkeit könnte auch noch ein bisschen höher sein. Der Schaden ist so vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt kein Hit mehr. Vorher war er zu wenig, jetzt ist es okay. Aber die Angriffsgeschwindigkeit. Da geht auch noch ein bisschen mehr.
Ja, genau. Und das ist wieder nämlich der Blitzmagier hier. Und da habt ihr gesehen, da geht der Lebensbalken ordentlich runter. Aber wenn wir sie einmal mit dem Gift treffen, habe ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, einmal mit dem Gift und ihr seht, dann können sie gar nichts mehr machen. Dann schauen sie nur noch doof aus der Wäsche. Heißt also, die Magier immer als erstes fokussen. Zumindest einmal anschießen. Wenn man sie nicht gleich tötet, ist nicht so schlimm, aber einmal kurz mit dem Gift anschießen. Meistens sterben sie aber dann auch. Wenn der Streuschusspfeil seinen Job gut macht, dann sterben sie auch. Oder die Salve. Die Salve ist auch wirklich definitiv nicht zu unterschätzen. Wie viel stärker einfach dadurch nochmal der Streuschusspfeil wird, was ja auch logisch ist. Wenn es drei Pfeile auf einmal sind, sind es natürlich auch doppelt so viele Fragmente, wenn die so eine Gruppe hitten. Ne, dreimal so viele Fragmente sind es dann nicht doppelt, dreimal so viele. Wenn denn jeder Pfeil auch wirklich trifft. So, dann sind wir auch schon beim Brunnen angelangt, glaube ich, da vorne. Nach der Brücke müsste er kommen. Perfekt. Hallo. Ein Ding kam, dies ihm folgen? Ja, wir folgen ihm, genau. Aber erst im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Einschalten. Bis dahin, Leute, und ciao.